Die Berge rufen. Der FC Augsburg absolviert auch das diesjährige Sommertrainingslager wieder in Österreich. Der erste Zwischenstopp der Vorbereitung war Kufstein. Der Test gegen Beşiktaş Istanbul hat die FCA-Profis nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen vor einige Herausforderungen gestellt. Die erste Halbzeit haben wir noch über die ganze Länge gespielt und es war schon sehr intensiv bei dem Wetter, weil es extrem warm war gestern, aber an sich war es ein guter Testspielgegner jetzt. Nach Türkspor Augsburg schon natürlich eine Hausnummer größer und war auf jeden Fall ein gutes Testspiel. Nach dem Spiel hat der FCA am Abend mit 30 mitgereisten Profis das Ziel Schladming erreicht. Eine intensive Woche steht auf dem Vorbereitungsplan von Cheftrainer Enrico Maaßen. Mit dabei natürlich auch die 6 Neuzugänge. Es ist natürlich wichtig, dass gerade auch unsere neuen Spieler schnell integriert werden, dass wir uns schnell als Mannschaft finden. Wir haben den Fokus in dieser Vorbereitung darauf gelegt, einfach dann auch viele Testspielgegner zu haben, die auch ein klasse Niveau mitbringen. Und ich glaube, da haben wir jetzt den einen oder anderen wirklich guten Gradmesser. Aber es geht jetzt darum, natürlich in dem Trainingslager die Abläufe weiter zu verfestigen und als Gruppe zusammenzuwachsen. Am Sonntagmorgen stand die erste Einheit an. Mit guter Laune und viel Ehrgeiz im Gepäck haben die Profis in einem Technikparcours um Ruhm und Ehre gekämpft. Vor allem für Ermedin Demirovic war es ein Auftakt nach Maß. Ich freue mich erstmal auf dem Platz zu stehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste von allen. Nach so einer OP, dann guckt man schon immer drauf, wann ist es wieder soweit. Dann ist es natürlich wieder schön, zur Mannschaft zu stoßen. Dass man dann so ein Turnier gewinnt, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Ego, Stolz. Wir haben halt alles reingehauen, haben es richtig ernst genommen und dann am Ende auch verdient gewonnen. Ja. Insgesamt warten noch 2 weitere Gegner während des Trainingslagers auf die Augsburger. Der FC Kufstein und PSV Eindhoven. Das FCA-TV ist vor Ort und berichtet täglich über die Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2023-24.